Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Sofort und gleich. Und ja Leute, heute geht's um den neuen Roadtrip-Skin, der morgen released. Nur kurz, es ist morgen, am Freitag, den 24.08. um 10 Uhr müsste das sein, ungefähr. Wird dieser Skin releasen und ich werde wahrscheinlich einen Livestream machen, wo ich diesen Skin versuche freizuschalten. Ja, dann könnt ihr euch das einfach angucken. Ich gucke einfach mal, wie ich es hinbekomme. Jetzt geht es aber um den Roadtrip Skin an sich. Im Hintergrund seht ihr jetzt auch schon ein Bild und zwar ist das halt dieser Skin, der meiner Meinung nach ziemlich cool aussieht. Der soll ja anscheinend geleakt worden sein. Ich weiß halt nicht, ob das wahr ist, muss ich sagen. Weil es war in der letzten Saison war es genauso, wurde er anscheinend auch geleakt in dem Sinne. Aber wurde er eigentlich nicht, weil der sah im Hintergrund komplett anders aus. Ja, diese Saison dreht sich ja alles um die Wikinger. Das bedeutet, ich gehe eigentlich davon aus, dass es ein Wikinger-Skin wird. Ja, in der letzten Saison hat sich ja um den Weltraum, ist es dort gegangen, beziehungsweise, ja, wie soll man sagen, es waren halt Monster oder Kreaturen, die auf die Fortnite-Map gekommen sind. Und, ja, der Blockbuster-Skin war natürlich auch so eine Art Roboter, der auch auf der Fortnite-Map quasi, ja, gelandet ist, sagen wir es mal so. Und deswegen glaube ich jetzt eigentlich, ich weiß nicht, wie er jetzt aussieht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Bild wahr ist oder falsch ist. Ich kann euch nur sagen, Leute, dass in der letzten Saison genau das gleiche gesagt wurde. Der wurde geleakt. Und zum Schluss sah der halt komplett anders aus. Und jetzt, ja, ist halt wirklich alles, dreht sich alles um den Skin morgen. Ich freue mich auf jeden Fall natürlich morgen auf den Skin. Weil man hat es ja nur einmal in der Season und dann kann man dazu auch mal ein Event bzw. Livestream. Ja, das war auch schon die Information, also das waren die Informationen für diesen Skin. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like und ein Tag freuen. Bis dann und tschüss.